Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir The Beetlejuice X Makeup Revolution Collection. I'm excited. Ich habe schon das erste Produkt benutzt und ihr denkt euch so, was? Nur den Beauty Blender. Und zwar, ich habe Beauty, also halt ein Blender Sponge, wie auch immer ihr dazu sagen möchtet. Ich habe den jetzt schon dreimal oder sowas benutzt. Hier steht dann auch so Beetlejuice. Er ist sehr, sehr süß. I know my spray tan is a lot, but that's how it is. Und genau, ich fand den gut. Der ist gut. Der ist fluffig. Der ist gut. Sehr, sehr gut. Manchmal finde ich die Makeup Revolution Sponge ist ein bisschen hart. In dem Fall finde ich den gar nicht hart. Also der ist gut. Hat mir gefallen, ja. Dann machen wir ein bisschen. Ich habe jetzt gerade Foundation oben. That's it. Und das lasse ich jetzt auch ein bisschen nachdunkeln, weil, as you can see, it doesn't really fit. Und es wird auch nicht fitten, weil wir haben ein weißes Puder, aber es ist egal. Und zwar, da habe ich ja mal zweimal die Shadow Palettes sind rausgekommen. Die werde ich im Getestet erwähnen. Es wird der November sein. Im November getestet werde ich euch dazu ein Feedback abgeben. Das heißt, wenn euch das interessiert, stay tuned, guckt mein Getestet und dort werdet ihr es sehen. Dann habe ich die Palette, die ich aber heute reviewen werde, ist die Beetlejuice X Revolution. Heißt die noch was? Nein. So heißt die nur. Ich würde sagen, wir unboxen sie gleich, wenn wir schon dabei sind. Ich finde Packaging sehr, sehr gut. Ist es ein bisschen risky, dieselbe Brand zu machen wie Melt, wo sie sehr, sehr erfolgreich sind? Ja. Aber ich finde, sie haben es eigentlich recht gut gelöst. Und übrigens, ich bin so cute mit meinem von Balea. Der war mal in einem Balea-Adventskalender. Süß, oder? So sieht die Palette aus. Da seht ihr. Sehr, sehr süß. Jetzt wird gleich was rausfallen, vermute ich mal. Oh, gar nicht. Und so sieht sie von innen aus. Okay, da steht da noch was drauf. Hübsch. Hübsch. Spooky Season. Ich bin in Spooky Season. Ich freue mich auf Halloween. Wie eigentlich jedes Jahr. Und bin gespannt, mit der Palette Lux zu schminken. Finde aber, sie haben die Color Stories eigentlich recht gut hinbekommen. Also auch das Packaging. Ich bin zufrieden mit Revolution. Yes, yes. Von dem Puder, was ich gesprochen habe. Und zwar dieses Beetlejuice. Und warte, ich öffne euch das gleich. Dieses weiße Puder ist das. Ich weiß eben nicht, ob das so, so sieht das Packaging einmal aus. Ob das eben so ein, ja, also es ist sehr, sehr white. Ich weiß nicht, da steht dann auch Beetlejuice oben. Wir werden sehen, ob das ein, was steht denn das? White Base. Also ich glaube, das ist ein deckendes weißes Puder. Das heißt, ich werde ein bisschen crazy heute aussehen. It is what it is. Orange Hands und weißes Gesicht. Ja, dann haben wir, und zwar Handbook for Recently Deceased. Und ich glaube, das sind Highlighter, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn ein sehr, sehr dunkler ist, können wir den auch als Bronzer benutzen. Aber ich muss jetzt mal die Farben gucken, wie dunkel. Doch, den einen könnten wir als Bronzer benutzen. Den ganz oben, den würde ich als Bronzer benutzen. Und die zwei mischen wir dann als Highlighter. Mhm. Das fände ich recht nett eigentlich. Auch süße, süße Palette. Wir haben jetzt bis jetzt nirgendwo Spiegel drinnen. Finde ich persönlich nicht so dramatisch, aber für Reisen nimmt man sich dann halt einen zusätzlichen Spiegel mit. Dann, ich habe alles bestellt, Leute, übrigens. Ich habe alles bestellt. Achso, das kann ich so öffnen. Und zwar ist das einmal der Felt-Tip Eyeliner. Und den werden wir natürlich auch, die Sachen, die ich nicht teste, werde ich für euch im Getestet dann erwähnen. So, sieht cool aus. Schöne Spitze, gefällt mir. Mhm. Looks nice. Dann haben wir auch noch die Eyeliner Set. Es ist richtig viel rausgekommen. Das ist halt mein Problem mit Makeup Revolution. Ich kaufe mittlerweile nur noch Revolution, wenn ich Reviews mache. Gewisse Sachen, so Skincare und Perfumes, kaufe ich noch immer für mich, also privat, aber halt für mich. Und den Rest mache ich nur mit Review Purposes und Settings. Also es gibt gewisse Produkte, die ich gerne hin und wieder kaufe, aber es landet meistens alles im Sale. Also im Sale würde ich euch alles empfehlen. Und ja, genau. Also ich finde,
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Dass ich finde, dass Make-up Revolution momentan sehr, sehr viel rausbringt, was mich überfordert und ich dann auch, obwohl sehr, sehr viele coole Sachen rausgekommen sind auch in letzter Zeit, aber mich überfordert das ein bisschen, muss ich dazu sagen. So sieht er mal, ich kann euch das Set mal so zeigen, so sieht er mal das Set aus. Da werde ich definitiv nicht alle testen können, weil so viele Augen habe ich nicht. Das sind 5 Stück, genau. 5 Stück haben wir hier drin. Schöne Größe. Das sind große, lange. Das ist nett. Mhm. Das ist schön. Coole Farben auch. Sehr, sehr schön. Ich finde die Collection sehr, sehr schön. Ich finde aber, dass Make-up Revolution generell sehr, sehr schöne Collections in letzter Zeit rausgebracht hat. Aber es ist ein bisschen viel. Dann haben wir ein Produkt, wo... Ja, das verstehe ich und ich bin da jetzt auch nicht böse und ich werde auch nicht schreiben, weil ich es einfach unnötig finde. Und zwar... Barbara Waterliner habe ich doppelt bekommen. Und zwar, ich habe an und für sich den grünen auch bestellt gehabt, also wirklich die ganze Collection. Da ist ihnen ein Fehler passiert und sie haben mir einfach den zweimal gegeben. Das ist es, wie ihr sehen könnt. Das ist der Idente. Das verstehe ich, aber man kann manchmal falsch greifen. Passiert. Es ist jetzt egal. Also ich habe jetzt nicht den grünen so super dringend gebraucht. Ist in Ordnung, also, ups, alles gut. Und so sieht das, okay, das ist dann so ein Cake-Liner und da seht ihr dann eben, da habt ihr die Spirale. Sehr, sehr cool, ups, das kommt sogar mit einem Protector. Wundervoll. Ich weiß noch nicht ganz, was wir heute testen werden. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Die Lidschattenpalette weiß ich, dass wir testen werden. Einen Lippenstift auch. Ich würde sagen, wir unboxen beides. So sieht einmal das Packaging aus. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Aber wie gesagt, auch hier sage ich euch, wartet, bis die Produkte im Sale landen. Ihr müsst sie nicht regulär kaufen. Es landet fast immer alles im Sale. Plus, was mir aufgefallen ist, oder was ich gesehen habe, das Beauty Bay. Da werde ich, glaube ich, ja, keine Ahnung, ob ich da jemals wieder bestellen werde. Muss man jetzt Zoll zahlen, weil sie eben UK sind und Brexit. Bis jetzt weiß ich, dass Revolution immer den Zoll bezahlt hat. Also man musste nie was zahlen. Wenn sich das ändern sollte, lasse ich es euch natürlich wissen. Aber ja, das ist ein bisschen spannend, ob wir Zoll zahlen müssen, wenn wir jetzt immer von der UK kaufen. Das wäre natürlich blöd. Wäre richtig blöd. Weil dann kaufe ich woanders. Es gibt so viel Make-up, ist jetzt nicht so, ich muss aus der UK bestellen. Dann. Und dann warte ich halt einfach länger. So, das ist die erste. Das ist so ein richtig schöner Neutral Ton. Wirklich, wirklich schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der rote, was gibst du rot? Ja, der rote ist rot. Ein klassisches Rot. Sehr, sehr schön. Wirklich schön. Yes, pretty. Und dann haben wir auch noch die Lashes. Ich habe noch immer keinen Lash Glue. Ich würde sagen, ich werde so ein bisschen betatschen, vielleicht, dass ich sie hinhalte. Und dass wir einfach so ein Gefühl für die Lashes bekommen. Aber sie sind recht cute. Sie wundert mich, dass sie so soft sind eigentlich. Aber ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich den Spiegel bestellt. Also ich habe wirklich die ganze Collection bestellt. Also ja, so was auf der Website bei mir war, habe ich alles bestellt. Und konnte mir da den Spiegel einfach nicht entgehen lassen. So. So sieht er aus. Isn't he pretty? Hübsch. Und so, da haben wir auch so ein paar Details. Hübsch. Hübscher Spiegel. Cool. Passt jetzt auch zu meinem Hintergrund. Finde ich. Wir gehen jetzt also, warte. Satisfying. Ups. Sehr satisfying, wenn man es auch hinbekommt. Ja. So jetzt. Sehr, sehr schön. Aber die sind gut, die Revolution-Spiegel. So, jetzt werde ich mir ein paar Pinsel suchen. Pinsel gefunden. Puder ist da. Ich würde sagen, wir setten das. So sieht es bis jetzt aus. Ich kann euch ein bisschen ranzoomen. Ich glaube, das ist gut. Ich will nicht zu sehr, weil sonst... Letztes Mal bin ich zu... Wenn ich so braun und so... Sieht aus, hätte ich so ein Damenbart. Self-Tan, meine lieben Leute. Ja, das ist immer wonderful. Aber es geht dann weg nach ein paar Tagen. Aber wenn er ganz frisch ist, dann bei mir hier immer wird es komplett braun. It is what it is. Okay, aber jetzt werde ich wahrscheinlich eh weiß. Okay,
Es kommt sehr, sehr viel Produkt. Okay, setzen wir das jetzt? Okay. Es ist sehr fein, aber es ist halt. Okay. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es ist sehr, sehr fein. Oh Gott, in der Kamera schaue ich weiß aus. Oh my God, I look white. Oh no. Oh no, no, no. Oh, das macht so einen White Cast, gell? Das ist so ein Puder. Wenn er das in Fotos oder so beim Blitz ist, ja, dann sieht es ja so aus. Das ist wie diese. Da habe ich als Kind geguckt, also wie ich so jünger war, so, wo Stars so Make-up-Fails und da war eben sowas oft. Dass du ein Puder benutzt, das eben so, wenn du Blitz hast, das reflektiert sich. Ich werde in diesem Video nicht gut ausschauen. No, I won't. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das ist super für Halloween. Für Halloween ist das super. Ich werde das auch zu Halloween benutzen. No worries. Aber im Alltag tue ich mir da echt schwer. Also da darf ich halt wirklich, muss ich echt. Also erstens muss es im Winter sein und wenn ich kein Self-Tan habe. Und wo ich weiß, dass keine Fotos von mir gemacht werden. Ich meine. Hello. Oh, bin ich white? Really? I didn't know. Aber für Halloween ist es super. Ich weiß eh schon, ich werde es eh schon benutzen zu Halloween. Kleiner Hint. Also wenn euch interessiert, was ich zu Halloween mache, sowieso follow me on Instagram. Mittlerweile poste ich relativ oft. Und ich versuche auch spannendere Sachen zu posten. Ich gebe mir also Mühe. Und ja. Es ist wirklich lustig. Okay, also wir machen jetzt schon die Halloween Edition. Das Powder an sich, ja, das ist, glaube ich, auch eben für so Halloween-Looks und so Special Occasions gedacht. Also, das ist nicht für sowas gedacht. No. Ich mache jetzt mal Augenbrauen, weil das haben wir nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Eyebrows are on. I still look crazy, I know, aber it is what it is. Jetzt machen wir die Recently Deceased Palette. Gehen in den dunkelsten Ton rein und benutzen ihn jetzt als Bronzer. Also das weiße Puder ist auch sehr, sehr, sehr fallouty und sehr, sehr powdery. Also ich habe hier auf meinem Tischlein ein bisschen a powdery mess. Aber nur so für euch als Info. Aber generell kauft es euch bitte nur für so Halloween oder so Special Make-up Looks. Also bitte nicht für den Alltag. Also bitte nicht. Da tut sie euch nichts Gutes. Okay. Das wird jetzt in der Kamera fleckig ausschauen. Das sieht das oft aus mit so Schimmerprodukten. Plus die Base ist natürlich jetzt nicht die beste. Das heißt, wir nehmen das jetzt immer with a grain of salt, please. Weil, ja, die Base ist halt auch nicht so. Ist halt schwer. Aber man kann es. Also für mich ist das eine gute Bronzer. Also ein guter Bronzer-Shade. Okay, jetzt kriegen wir wenigstens ein bisschen Wärme im Gesicht wieder. Sieht halt trotzdem wirklich schrecklich aus. Also im echten Leben ist es nicht so weiß wie in der Kamera für euch. Also es ist wirklich, weil es so reflektiert. Also in echt bin ich definitiv heller wie hier, aber nicht so schlimm. Also es reflektiert mit den Lichtern und die Kamera. Also. Sieht richtig krass jetzt aus. Aber das finde ich funktioniert eigentlich recht schön. Aber das wird jetzt für euch. Bisschen fleckig aus, sind wir hier, sind wir so weit unten gegangen. Warum sind wir das? Where did we go? Downstairs hier. Und hier sind wir upstairs. Aber gut. Wir wollen anscheinend uns nicht entscheiden. Aber ich meine, es ist ja natürlich diesen Highlight. Also das ist jetzt nicht als Bronzer gedacht. Aber es funktioniert schon als Bronzer auch. Also ich würde das schon als Bronzer. Aber hier ist es wirklich fleckig, Leute. Hier ist es wirklich fleckig. Also hier ist es jetzt nicht, weil die Kamera.
Das liegt einfach daran, dass die Base nicht so optimal war. Weil hier war sie ein bisschen besser und hier ist es eigentlich recht schön. Ja, it is what it is. So, jetzt mache ich noch schnell Blush, versuche ein bisschen rosiges Gesicht zu werden und dann machen wir Highlighter. So, jetzt haben wir Cute Blush oben und jetzt gehen wir eben in die zwei hellen Töne, die mische ich und die tragen wir jetzt auf. Aber die Highlighter finde ich eigentlich schön, glaube ich. Die sind schön, das sind richtige Wumms-Highlighter. Also nichts Softes. Das ist auch so ein Highlighter, der die Poren vergrößert. Also so stay, be aware. Aber mir gefällt der gut. Das ist ein schöner, schöner, wumsiger Highlighter. Sehr, sehr hübsch. So, my friends. Highlighter ist aufgetragen. Ich bin normalerweise zu hier so ein bisschen glow. So. Jetzt mache ich Setting Spray. Ja, das war es eigentlich hier schon. Immer Setting Spray. See you soon. So, es sieht ein bisschen besser jetzt aus mit Setting Spray, finde ich persönlich. Also wir haben jetzt ein bisschen weniger White Cast. Natürlich auch Highlighter, Blush und Bronzer geben dem Gesicht auch ein bisschen mehr Leben. Aber trotzdem, Leute. Don't bite for. Ja. So, jetzt machen wir den Lippenstift. Und zwar, ich habe mich entschieden, wir machen den Neutral, weil ich glaube, wir werden sehr colorful eyes haben. Und ja, das ist ein cremiger, schöner. Richtig riechend oder eigentlich nur so chemisch? Also, so wie Lippenstifte halt riechen. Also, jetzt nicht. Hat leider keinen guten Vanillegeruch oder so. Aber. Hübsche Farbe. Hübsch, hübsch. Gefällt mir. Ist wirklich eine süße Farbe. Pretty. Alles hübsch. Eben kein trockener, fühlt sich leicht auf den Lippen an. Gut. Und hübsche Farbe. Very pretty. Lasting Power kann ich euch natürlich nicht sagen. Jetzt würde ich sagen, werde ich mir jetzt ein paar Looks überlegen. Ich setze jetzt noch schnell meine Lider. So, my friend. Ups. Entschuldigung. So, my friends, wir machen jetzt Eyeshadow. Wir beginnen mit den Eyeshadow. Und zwar, wir beginnen. Ich möchte natürlich ein Purple Green möchte ich machen. Das heißt, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit Purple Green. Und ich würde gerne mit der Farbe beginnen. It's Showtime. Dann würde ich gerne die aufs Lid packen. Aber wir machen mal. Machen wir mal das und dann gucken wir mal, was ich da, wie viel Pigment wir bekommen. Es ist grün. Gucken wir mal. Wir haben keinen Spiegel in der Palette. Achso, da muss ich aufpassen. Mach so. Smart. Wir haben keinen Spiegel in der Palette. Das heißt, ich muss das so machen. Und ich gucke jetzt, dass ich nicht wieder verschwinde. Das ist ja schrecklich mit mir. Quatsch ich dann. Pigment. Gut. Gutes Pigment. Jetzt zweimal reingegangen. Wir haben so ein richtiges hässliches Kotzgrün. Wunderschön. Das gefällt uns. Jetzt müsste ich das irgendwie noch vertiefen. Purple und Green zu mischen ist halt nicht so gut. Aber das ist uns egal. Wir machen das trotzdem. Und zwar würde ich gerne den, mit dem hier würde ich das gerne vertiefen. Gucken wir jetzt, wie das wird. Und zwar. Probieren wir das jetzt. Okay. Ich bin gespannt. Pigment ist da, Leute. Schönes Pigment haben wir. Ah, Fallout haben wir. Wir haben Fallout. Auch in der Palette ist Fallout. Aber wir haben Pigment. Ich bin eigentlich recht. Schönes Pigment haben wir. Revolution. Haben wir. Haben wir eine schöne Palette bekommen. Das freut mich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das vorsichtig. Uiuiui. Vorsichtig. Ich will das gar nicht mehr verblenden. Wieso? Wieso nicht, sondern wieso? Gott. So, jetzt gehe ich. Ich bin jetzt einfach mit einem Eyeshadow reingegangen, der gar kein Produkt hat. Um da jetzt einfach die.
Ich will nämlich nicht, dass das so kacker, dass das so braun wird. Das ist das, was ich versuche hier gerade. Ich würde das jetzt so lassen. Wir lassen das so. Ich bin zufrieden. Das passt so, passt so. Jetzt machen wir. Und zwar, also Fallout in der Palette haben wir. Ich würde jetzt gerne mit diesem. Oh, der ist aber auch schön. Here lies oder Sandworm. Ah, diesen. Ah, nein, ich mache, glaube ich, Here lies, den dünkleren grünen Schimmerton klatschen wir jetzt drauf. Weil der sieht einfach, die sind generell sehr, sehr viele schöne Lidschatten, also schöne Farben in der Palette. Ich bin generell Revolution hat das. Wir haben gar außer einen Goldton und einen so einen klassischen und einen dunklen, aber wir haben nicht sehr viel Neutral. Das ist eigentlich nicht so typisch Revolution und das gefällt mir. Finde ich cool. Der ist auch schön. Das ist so ein klassischer Schimmerton. Jetzt kein super Wow-Effekt, aber ein schöner Schimmer, mit dem man eigentlich nie was falsch machen kann. Schön. Schön. Da verlieren wir jetzt das Pigment. Ja, das ist halt, Lila sind die schwersten Lidschatten, die man machen kann. Das ist halt. Ich kann jetzt hier das Pigment platzieren und wenn ich es nicht mehr anrühre, dann bleibt es vermutlich so. Aber dann habe ich halt keinen schönen Übergang. Aber das ist halt so. Man kann nicht immer alles haben. Ja, jetzt haben wir es schon auf. Also man kann es schon wieder aufbauen. Aber wir haben nicht diesen Aufgang. Abaufgang. Diesen Verblendprozess, den ich eigentlich mag. Wir werden jetzt das Fallout mal wegwischen und gucken. Wir haben viel Fallout. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr seht das. Also es ist richtig viel Fallout. Okay. Es geht weg, aber es ist. Die Base ist nicht optimal. Aber dafür kann Revolution nichts. Also schon, aber. Wegen dem Puder. Aber wenn ich da jetzt meine normale Base hätte, wäre das besser weggegangen. Aber it's okay. Wir gehen jetzt unten, möchte ich gerne mit Recently Deceased, mit diesem super wunderschönen lila Ton. Ich glaube, es ist so ein kleiner Satin-Ton. Also kein super Schimmer. Boah, der ist hart gepresst dafür. Pigment auf dem Pinsel haben wir. Jetzt gucken wir. Hübsch, hübsch, hübsch. Cool. Cool. Ein richtig cooler, grungy Look. Gefällt mir. Cool. Richtig, richtig cool. Ich weiß auch, ich hab schon meinen Inner Corner habe ich auch schon gesehen. Das haben wir aber viel Pigment. Naja, bekommen wir viel Pigment. Aber das verblende ich dann immer mit dem Inner Corner. So, jetzt tun wir noch ein bisschen, ich glaube ein bisschen. Na, gar nicht so viel fordert. Perfekt. Jetzt machen wir in der Corner und in den Inner Corner möchte ich Juilliard geben. Und zwar der hier. Da haben wir. Gucken wir mal. It's pretty. Hübsch. Mag ich. Schöner Inner Corner. Weil es eben dieses. Helle grünliche hat, aber wunderschön, dass in der Korne funktioniert. Pretty. Pretty, pretty. Hübsch. Jetzt gehe ich dann noch schnell mit dem Pinsel einmal drüber. So, ich weiß es schon. Und zwar möchte ich mit der Farbe Just Say It reingehen. Hier, seht ihr? So, da. Und da gehen wir jetzt auf der einen Seite mal rein. Also sie sind echt schön. Das ist übrigens auch ein Make-up Revolution Pinsel, den ich da jetzt benutze auf dem Auge. Das war die Watermelon Collection. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich versucht habe, alle Releases, die mich interessiert haben, zu kaufen von Revolution. Das mache ich nicht mehr. Das ist ein Fulltime-Job mittlerweile. Fast jeden Tag kommt was raus. Okay, ja, mein Patchen ist. Man sieht es in echt gar nicht so schlimm, aber in der Kamera wird halt alles sowas immer und die Lichter machen, dass das natürlich ganz, ganz schlimm ist. Lila ist halt schwer. Das sieht jetzt aus, als hätte mich da was geschlagen. Aber ja, Lila ist einfach schwer. Ich sag's einfach nur.
Also man muss mit denen halt einfach vorsichtig arbeiten. Aber das sieht nicht so schlimm aus in echt. Das sieht jetzt wirklich übertrieben schlimm aus. Jetzt würde ich gerne, um das zu vertiefen, in Waiting Room reingehen. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein schwarzes oder so ein dunkelbraun. Wir werden es gleich erfahren. Jetzt gehen wir hier rein. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist ein dunkelbraun. Oder ein schwarz. Ich würde. Also. Doch, ich glaube, es ist ein schwarz. Aber es ist jetzt nicht das pigmentierteste Schwarz, was ich je in meinem Leben gesehen habe. So, jetzt haben wir es ein bisschen retten können, oder? Naja. Sieht halt hier enorm patchy aus. Ich sehe, was die Kamera meint. Aber so schlimm ist es in echt nicht, Leute. Ich verspreche es euch. Aber natürlich, lila Töne, lila von der Drogerie zu kaufen. Oder generell lila kann halt immer, der zum Beispiel ist wunderschön. Aber da ist natürlich Schimmer und Schimmer ist immer einfacher wie matt. Ja, das ist schwer. Das ist einfach schwer. So, jetzt gehen wir in die Farbe Beetlejuice. Die hier rein, da. Und wir werden das jetzt aufs Lid klatschen. Hier, also romantisch weiß ich jetzt nicht, ob der Look ist. Sieht ja immer aus so. Das weiß ich nicht, das wäre die Stiegen runtergefallen, aber. Ja, das. Ja. Okay, dieser Schimmerton kriegt auch sofort Hardpan. Der will nicht so, wie ich das will. Das ist gerade nicht so schön. Das sah so schön in der Palette aus. Leute, funktioniert. Aber bei Hardpan, also ich ignoriere das. Ich kratze da einfach mit der Pinzette ein bisschen die oberste Schicht weg und dann ist auch kein Hardpan mehr. Oder ich gehe richtig aggressiv mit dem Pinsel rein. Muss man nur aufpassen, weil da kann man den Pinsel kaputt machen, wenn man das halt oft macht. Aber schau, jetzt kriegen wir es ja schön hin. Also der ist ein bisschen, den muss man aufbauen. Das ist halt, der kann creasen. Weil wenn du so viel Produkt halt aufs Lid packst, kann es halt creasen. Aber wenn man ihn schön aufbaut, kriegt man da ein schönes Ergebnis hin. Aber er hat Hardpan. Also das ist so ein Hardpenny Eyeshadow. Ja? Ja. Ja. Jetzt gehen wir in 167 Times. Den habe ich hier, das ist ein Schimmerton. Und den würde ich mir jetzt unten drauf packen. Der bekommt ja auch Hardpan. Nee, der glaube ich nicht. Also das war eben dieser mehr Metallic. Oh, der hat aber auch viel Metallic. Irgendwie gefallen mir die Looks nicht. Ich bin sehr gehypt, aber irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie finde ich das nicht so schön. Sieht so. Irgendwie sieht das so nicht so schön aus. Nee. Schauen wir, ob wir das retten können mit Mascara und Eyeliner. Aber so ein Riesenfan bin ich jetzt eigentlich nicht. Dann Say My Name, dieser Neutral Inner Corner Shade. Mit dem gehe ich jetzt eben in den Inner Corner. Aber keine Ahnung. Und ich habe auch Fallout im Gesicht. Ich glaube, die Base gefällt mir schon nicht. Das sieht super cakey natürlich aus und. Ich weiß nicht. Ich bin da jetzt nicht so begeistert von diesem Ergebnis. Okay. Jetzt gebe ich noch den Fallout hier weg. Okay, my friends. Jetzt machen wir Eyeliner. Und da hätte ich gerne, und zwar haben wir Eyeliner Set, haben wir hier. Und da würde ich gerne eigentlich. Welchen machen wir? Also dunkellila möchte ich auf jeden Fall. Machen wir dunkellila und grün. Das sind doch schöne Farben. Die zwei machen wir heute. Den Rest werde ich im Getestet. Was ich noch im Getestet erwähnen werde, ist der Eyeliner. Den werden wir heute auch nicht machen. Und den roten Lippenstift. Das sind noch Produkte. Und natürlich die Lidschattenpaletten. Die mache ich im Getestet. Hier machen wir grün, genau. Hier machen wir mal grün. So sieht der aus. Let's see what we feel. Okay, aber es kommt Pigment. Warte, ist er creamy? Er ist creamy. Ich habe ihn gerade kurz hier geswatcht und er ist creamy.
He's creamy. Das ist jetzt, der ist natürlich sehr, sehr hell. Ups, ihr seht gerade gar nichts, oder? Sorry. Der ist gerade sehr, sehr hell. Ist natürlich dann ein bisschen schwer, ist das zu sehen. Also, das ist jetzt vielleicht nicht der optimalste Look. Muss ich jetzt persönlich sagen. Aber es ist cute, es funktioniert, es ist cute. Ja. Ist cute, ich bin jetzt gespannt auf den dunklen. Sehen wir schon, ist jetzt der Look auf einmal so viel besser. Okay. Da machen wir jetzt den lilanen, den dunkellilanen. Es gibt auch noch einen hellen. Warte, seht ihr eh? Und. Okay, warte. Sie sind schon pigmentiert. Also, wenn ich sie so swatche. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich zu dunkle Augen geschminkt. Doch, also es ist schon Pigment. Ist jetzt der Look sehr viel schöner? No? Okay. Jetzt möchte ich was Lustiges machen. Beziehungsweise, nee, ich klatsche jetzt erst den Mascara und das machen wir danach, weil das werde ich, glaube ich, eh nicht auf den Augen machen. Das heißt, wir klatschen jetzt Mascara drauf. Warte, ich will so einen Moment machen. Wir klatschen jetzt Mascara drauf. So, Mascara ist oben und ich finde, es saved immer ein bisschen. Also ich finde, Mascara macht immer alles so, oh, es war nicht so gut heute. Oh, du bekommst Mascara. Und ich so, okay, danke Mascara. Ja, so fühle ich mich. Dieses Verhältnis habe ich und Mascara. Dann machen wir jetzt eben den Cake Liner. Und ich habe jetzt gerade das Setting Spray geholt. Und hier ist einmal der Liner und hier ist der kleine Pinsel, der dazu kommt. Das ist eben so ein typisch abgeschrägter Make-up-Pinsel oder Eyeliner-Pinsel, besser gesagt. Er ist relativ dick eigentlich, aber gut, den mache ich jetzt, den feuchte ich jetzt einmal hier an. Feuchten wir ihn an. Okay, vielleicht nicht zur Kamera, wäre jetzt nicht so intelligent. Also ich wollte, dass ihr es seht. So, drei Sprüher. Oh, riecht so gut. Das ist der Vanilla and Coconut. Smells so good. Okay, die sind übrigens super gut von Revolution. Die Setting Sprays. Okay, jetzt gehen wir mal ins Weiße. Okay, ich versuche das euch zu zeigen. Gehen wir ins Weiße. Sieht was? Bin ich zu wenig nass? Ich glaube, er ist zu wenig nass. Wir sprühen ihn noch ein bisschen an. Versuch Nummer 2. So, gucken wir jetzt. Na, jetzt passiert was. So. Ich weiß halt auch nicht, wie lange solche Cake. Das ist out of focus, gell? Ich weiß halt auch nicht, wie lange solche Cake Liners eigentlich haltbar sind. Ui, jetzt bin ich ins Schwarz gekommen. Jetzt haben wir dann Grau statt Weiß. Das ist halt das Blöde. Es sieht zwar richtig cool aus und ich verstehe, aber. Du kommst halt ins Schwarz und dann ist es einfach grau. Aber gut. Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich machen will. Machen wir mal sowas. Okay, aber das ist jetzt doch recht weiß. Irgendwie cool. Warte, warte, warte. Jetzt habe ich eine Idee bekommen, was ich machen will. Sieht doch recht interesting aus. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal anfeuchten muss. Also man braucht ziemlich viel Flüssigkeit. Also, Setting Spray ist zwar schön und gut, aber ich würde euch ein Wasser, wo ihr eintunkt, empfehlen. Muss ich jetzt persönlich sagen. Und cool, das ist ja cool, Leute. Oh mein Gott, jetzt will ich was anderes zu Halloween sein. It happens. Und dann machen wir hier noch. Cool. Und das. Machen wir jetzt auf der anderen Seite? Ja, wir machen das auch auf der anderen Seite. Aber auf jeden Fall, der Cake Liner funktioniert gut. Funktioniert gut. Funktioniert gut, gefällt mir. Das Einzige, was ich eben zu kritisieren habe, dass es sehr nah beieinander ist. Und da machen wir es jetzt umgekehrt. Hier. Ups. Da ist mir jetzt zu viel Flüssigkeit rausgekommen. Guckt, es kann auch zu viel sein. Vorher hatte ich die ganze Zeit zu wenig, jetzt hatte ich zu viel. Ist ja spannend. Ich arbeite selten mit so Cake Liners, also es ist für mich
Genauso ein Learning Process. Dum, dum. Natürlich jetzt viel krasser auf der Seite. So, ich bin jetzt, ich weiß hier auch noch mal nach. Sieht auch cool aus. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas machen wollen. Ich glaube, weißtechnisch bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja, nee, wir hören jetzt auf. Also, wir hören nicht auf, aber jetzt möchte ich das Schwarz. Und das wird jetzt spannend, wie ich da das Schwarz rausbekomme. Ich feuchte ihn hier nochmal an. Wie wäre nur das Schwarz? Ich versuche jetzt hier die Mitte, so dieses Mitteldings hier irgendwie so anzudingsen. Was wird halt dann. Ich glaube, es wird jetzt mehr so. Ja, also es geht nicht. Der Pinsel ist auch einfach viel zu dick. Ich gehe jetzt gerade hier und mache mir eigentlich so ein Grau. Ich zerstöre es gerade. Und mache mir hier so ein Grau. Gucken wir mal. Ist ja auch spannend, was es für eine Mischung ist. Ist das sonst so ein schönes Grau? Genau, das heißt, wir machen jetzt. Sieht was immer so grünlich aus. Grünlich-grau. Ich weiß halt nicht, ob wenn man den Cake-Liner halt so rausschaben würde. Das wird wahrscheinlich gehen. Aber du würdest halt trotzdem immer ein bisschen weiß dazu bekommen. Also es wird grau. Also grau ist die Farbe, die angedacht ist. Es wird dann ein bisschen, wie ihr seht, es wird jetzt ein bisschen dunkler, desto trockener es wird, desto dunkler wird es jetzt auch. Und man sieht jetzt auch schön, warte, man sieht jetzt auch wieder ein bisschen den Kreis in der Mitte, davor hat man es gar nicht gesehen. So. Ja, es wird jetzt dunkler, seht ihr den Unterschied? Da ist das erste und da ist das letzte. Cool, aber das muss ich jetzt irgendwie noch. Warte. Das machen wir jetzt so. Wir probieren hier. Auf diesem Kanal probieren wir viel. Das ist auch bei Halloween, sage ich euch. Wenn ihr euch zu Halloween schminkt, probiert's. Mehr als dass ihr dann sagt, oh je, das wollte ich eigentlich nicht, kann nicht passieren. Also mehr kann wirklich nicht passieren. Das finde ich zum Beispiel super cool. Why not? Let's try something new. Hier hätte ich es gerne. Wir machen es noch größer. Gucken wir mal. Super, Spatsch, Spatsch, Spatsch. Dann gehen wir so von oben so. Warte, machen wir noch länger so. Jetzt wird schon sehr trocken hier. Dann. Hätte ich hier gerne noch so. Seht ihr? Wäre es recht cool geworden. Ja. Also, es ist mal was anderes, definitiv. Ja, das hat es immerhin Spaß gemacht. Spaß gemacht. Okay, jetzt ich werde ich euch jetzt ranzoomen und jetzt einmal die Haare hier öffnen. Die sind die ganze Zeit in diesem Ding da drinnen. So, my friends, that's the finished look. Ist eigentlich recht cool geworden im Endeffekt. Also, ja, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis jetzt. Gehen wir mal die Produkte einzeln durch. Und zwar Nummer 1, der also Highlighter. Das Powder. Powder würde ich euch persönlich nicht empfehlen für Alltags-Make-up. Das würde ich euch wirklich nur für so Special-Make-up empfehlen, weil ihr eben auch da reflektorisch. Also, ihr habt es gesehen, wie ich es aufgetragen habe. Ich war richtig weiß. Jetzt mit Setting-Spray ist es besser geworden. Aber es besteht immer das Risiko. Und ich habe sehr, sehr viel Setting-Spray genommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wird es dann besser. Also, das war schon mit Hintergedanken. Dann haben die Recently Deceased. Highlighter Palette finde ich sehr, sehr schön. Ich benutze den dunklen Ton als Bronzer. Ich finde, das kann man immer machen, weil nicht jeder hat denselben Hautton und vor allem bei so Face Paletten kann man dann eben so ein bisschen. Oder für als Eyeshadow. Also man kann es ja dann immer
für verschiedene Sachen nutzen. Man muss es ja nicht für das nutzen, weil das es gesagt ist. Aber ich finde die schön, die hat mir gut gefallen. Es sind sehr, sehr pigmentierte Highlighter, die deine Poren vergrößern, weil sehr, sehr viel Glitzer, sehr viel Schimmer. Also es ist sehr, sehr extrem, aber ich fand es sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Dann machen wir den Cake Liner. Finde ich gut. Der Pinsel ist mir persönlich ein bisschen dick. Also ich hätte zum Beispiel diese Detail-Sachen hätte ich mit so einem dicken Pinsel nicht gemacht. Also vor allem, weil das auch dieses Muster, was wir ja da drinnen haben, finde ich persönlich ein bisschen schwer mit so einem dicken Pinsel zu machen. Hätte ich persönlich mir einen dünneren Pinsel gewünscht. Also ich habe genug solche kleinen Pinsel, aber das ist eben so ein Lip-Pencil oder was richtig, richtig Kleines, würde ich euch empfehlen. Weil da kann man einfach mehr so, ja, detailed work. Kannst du mehr Details machen. Plus, du zerstörst dann nicht das ganze Muster. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das wegbekomme, aber ja. Genau, das heißt, ich finde ihn gut, aber wie gesagt, um Detail Work zu machen, würde ich euch empfehlen, ein bisschen kleineren Pinsel. Aber der Pinsel, den kann ich gut, den Pinsel, also es ist jetzt nicht so, dass der unnötig ist, weil den Pinsel, solche Pinsel benutze ich gern hier oben für also fürs Lid und mache da eben so Eyeliner damit. So Smudged Eyeliner, das ist eben, das soll so ein bisschen Smudge da schon, das mag ich recht gern. Dann haben wir die Eyeliner und zu den Eyeliner. Ich finde sie persönlich gut, würde aber euch da gerne zu den anderen dreien, werde ich euch im Getestet noch meine Meinung sagen. Bin gespannt, wie lange sie auch halten und sowas. Sie sind jetzt nicht super pigmentiert, aber es ist Pigment da, sie funktionieren recht gut. Bei dem Look geht es vielleicht ein bisschen unter, es ist eher mehr so ein. Also es ist eher mal etwas, was etwas hervorhebt, aber nicht jetzt etwas, was heraussticht. Also sie sind cute. Ja, stimmt, die Lashes habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Machen wir mal noch den Lippenstift. Den Lippenstift finde ich wunderschön. Sehr, sehr schön. Kein Matt, nichts Austrocknendes. Hält gut auf den Lippen. Die Farbe ist wunderschön. Den mag ich sehr, sehr gern. Das ist richtig, richtig schön. Jetzt machen wir noch die Lashes. Die Lashes sind übrigens ein bisschen. Das sind natürlich Cheap Lashes. Und ich werde sie euch jetzt kurz hier oben anhalten, weil so bin ich. Die sind sehr, sehr dünn. Die haben so ein kleines, dünnes Bändchen. So, ihr könnt euch das jetzt ungefähr vorstellen. Ich habe es jetzt ungefähr so hochgegeben. Es macht natürlich so ein bisschen einen größeren Effekt, aber es sind jetzt keine. Bam, Lashes. Also das find ich persönlich wirklich auch Alltagslashes. Also die würde ich persönlich auch im Alltag tragen. Die finde ich schön. Das sind schöne, süße Lashes. Aber die Qualität ist jetzt nicht so super duper toll. Das heißt, ich glaube, sie werden auch nicht so super lang halten. Also ich glaube, ihr werdet jetzt nach 3, 4 Usages werden die Lashes ziemlich kaputt sein. Aber ich finde sie persönlich eigentlich recht cute. Also vor allem, wenn man so süße Alltagslashes. Also sind schon natürlich Bam-Lashes, aber halt trotzdem finde ich definitiv alltagstauglich. Jetzt kommen wir noch zur Eyeshadow Palette. Und da tue ich mir persönlich ein bisschen schwer, weil ich finde sie an und für sich sehr, sehr cool und schön. Ich mag das Packaging und finde. Ah, die Swatches, Leute, ich habe noch nicht geswatcht. Ich swatche noch schnell. Beginnen wir. So, jetzt machen wir Swatches. Ich swatche hier einmal den Lippenstift. Dann machen wir den Eyeliner in Green. Dann machen wir den Eyeliner in Purple. Dann machen wir die Highlighters. Ich habe natürlich Self-Tan, Leute. Das heißt, ich habe jetzt einen anderen Hautton wie sonst. Dann machen wir noch das Puder. Das sind die Töne. Swatches. Sind keine schlechten Swatches. Nein, ist schön. Jetzt swatche ich die Lidschattenpalette. So, das sind die ersten Swatches. Bedenkt natürlich, dass ich Self-Tan habe. Das heißt, die Swatches werden so und so schwächer. Weil ich natürlich jetzt 10 Farben dünkleren Hautton habe wie sonst. Da sieht man meinen echten Hautton im Vergleich. Nein, mein echter Hautton ist fast eigentlich das, was ich im Gesicht habe. Das ist mein echter Hautton. This is not really. Ich muss mir das echt, ich habe das letzte Mal auch vergessen, aber dieser Self-Tan werde ich euch im getestet, nein, aufgebraucht. Im Aufgebraucht werde ich euch darüber erzählen.
So, da haben wir noch mehr Swatches und man sieht wirklich den Unterschied zwischen, manche sind sehr pigmentiert und manche sind nicht so pigmentiert. Und das sind die letzten Swatches von der Palette. Wenn die Kamera fokussieren will, there we have the last swatches. Da seht ihr den Tom. I look crazy as always. So, also mein Feedback zur Palette ist, ich finde die Palette schön, ich finde aber, es ist ein bisschen eine Hit-and-Miss-Palette. Purple sind schwer, Grüntöne sind auch schwer, es sind schwere Farben. Ich finde es mutig von Revolution, ich finde die Palette an sich sehr, sehr hübsch. Man muss halt dann anders arbeiten, also man muss die mit den Tönen, die sehr schwer funktionieren, vielleicht nur unten in der Lashline benutzen und so. Ist es optimal? Natürlich nicht. Also würde ich euch die Palette empfehlen. Wenn ihr sagt, ihr seid, wollt eine Challenge teilweise, dann ja. Sonst. Es ist halt immer schwer. Ich finde sie an und für sich sehr, sehr schön, aber es gibt einfach Töne. Purples sind schwer. Die sind einfach schwer. Und das ist auch bei High-End manchmal fleckig und so. Also da muss man einfach dann anders mit den Lidschatten arbeiten, lernen auch ein bisschen Tricks anzuwenden. Wie kann ich es jetzt so und so machen? Und dann funktioniert es dann eigentlich recht schön. Also ich finde die Palette aber eigentlich sehr, sehr schön. Eigentlich bin ich schon zufrieden. Auch wenn teilweise gewisse Sachen mir nicht so gefallen. Aber eigentlich finde ich sie doch recht cute. Aber meine Lieben, das war jetzt die Beetlejuice Collection. Ich glaube, es war ein sehr, sehr langes Video. Ich habe zumindest sehr, sehr lang gefilmt. Ich bin eigentlich für das Ergebnis recht cool. Und ich würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!